du alles, was du bist, in der Lichtigkeit und in der Dunkelheit, in der Hochzeit des Beiden auf diese Erde bringst. Und so geht es, nun sagt ihr, zu diesem, wir sagen einmal, Zusammenspiel Sex, wir sagen Ekstase. Hey, ihr Lieben. Wir grüßen euch ganz, ganz herzlich zu einem bisschen anderem Video. Ja, bisschen anderes Video. Wir sind zurück. Wir sind wieder in der Heimat sozusagen. Und sitzen gerade an der Isar und wollten mal mit euch über Sex reden. Ja. Weil ich glaube, das ist was einfach jeder falsch versteht und im Spiel der Zerstörung auch einfach nicht funktionieren kann. Mhm. Aber im Spiel des Liebens ist es eine Erfahrung, die ist nicht vergleichbar. Und ich glaube, zu der muss man auch erstmal hingeführt werden. Und auch, es hat viel mit dem Leben zu tun. Ja. Es hat viel mit dem Leben zu tun und viel auch mit diesem, im Spiel des Lebens geht es ja jetzt darum, dass wir ganz in unseren Körper kommen und dass wir als Menschen hier auf der Erde sind und dass wir diese bedingungslose Liebe, die wir sind und die wir auch in unserem gemeinsamen System als Paar, dass wir die zum Ausdruck bringen. Und ja, und deswegen hat der Niklas eine ganz besondere und wirklich, ich sage das immer und auch heute sage ich es einfach, es ist das Wundervollste, was du dir vorstellen kannst, diese Frequenz, die er gemacht hat. Sie heißt Sexfrequenz und ich finde sie so berührend. Ja. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir erstmal aus dem Alten aussteigen. Mhm. Ja. Und die Sexfrequenz ist entstanden und danach ist die Videoidee entstanden. Und es ist vollkommen egal, alle Vorstellungen, die wir davor hatten, wie Sex sein soll, wie der Mann sein soll, wie die Frau sein soll, könnten wir eigentlich alle nehmen und direkt in den Mülleimer schmeißen, weil egal welchen Fetisch du abtauchst oder egal welchen perfekten Tag du dir erschaffst, um den perfekten Sex zu haben, wenn du dich nicht in dich und dein System und euer System fallen lassen kannst, dann bleibst du immer noch im Kopf und das ist einfach ein großer Unterschied. Ja. Und dieses Hineinfallen, das ist natürlich, das geht jetzt auch nicht von jetzt auf nachher. Und dafür eben braucht es dieses in dir frei sein. Denn wir können ja nicht in unserem System frei sein, wenn einer von uns noch ganz, ich sag mal, in seinem Kopf ist, völlig blockiert ist. Und und uns ist das jetzt auch nicht über Nacht irgendwie zugeflogen. Ja, wir erst recht, glaube ich, ist es wirklich, so geht's mir. Ich glaube, die Frauen fühlen grundsätzlich mehr, weil sie Mutter Erde sind. Sie sind das Leben und sie haben die Gefühle. Aber der Mann hat es vielleicht einfacher, weil für den Mann, so ist meine Erfahrung, spielt sich alles nur im Kopf ab. Wenn das Ego befriedigt ist, ist der Mann befriedigt, zumindest im Spiel der Zerstörung. Und die Frau hat den Draht zu den Gefühlen, doch der Kopf ist so laut, dass sie nicht zu den Gefühlen kommen kann und hat dadurch halt schlechten Sex. Und ja. Es geht einfach auch darum, dass das nicht so ein rein-raus Sport-Event ist und dann ist mal 5 Sekunden toll, sondern das ist ein wirkliches Eintauchen. Das ist ein
Das ist einfach wie wenn wir uns von den Wellen im Ozean tragen lassen. So tauchen wir in ein System ein, in unser System und lassen uns einfach tragen. Ohne Intention. Also ich habe früher gedacht, ich hatte immer ganz guten Sex. Und jetzt merke ich, das ist gar kein Vergleich, weil es einfach nichts mit dem Leben und dem Lieben zu tun hatte. Ja. Es spiegelt einfach zu 100% das Leben wider. Ja. Nur, dass es in so einer kurzen Spanne ist. Und sozusagen aus der geistigen Welt meinten sie zu uns, es ist der Höhepunkt. Und nicht nur der Höhepunkt, wenn du am Höhepunkt bist, sondern es ist die Ekstase. Und wenn du es schaffst, sie im Sex zu leben, ist es höchstwahrscheinlich auch so, dass du sie im Leben leben kannst. Mhm. Und es ist einfach ein Fallenlassen und ein Überfluss an allem, an Gefühlen, an Fülle. Ja, besser könnte ich es gar nicht sagen. Es ist einfach auch so ein wirkliches Getragensein. Und natürlich ist es so, wir Frauen sind unseren Gefühlen näher. Und für viele ist es ja auch Theorie. Und da geht es wirklich auch um dieses Loslassen. Wir dürfen loslassen. Es kann gar nichts mehr passieren, wenn wir uns entschieden haben, ins Spiel des Lebens zu gehen. Wir sind nicht mehr in der Zerstörung. Wir dürfen loslassen und uns erlauben zu genießen, was auch immer das für uns dann bedeutet. Es geht ja auch nicht darum, dass wir dann einen Wettbewerb draus machen, hat jetzt er mehr genossen als ich oder ich als er. Wir können so und so, wir werden es nie feststellen können. Doch du kannst feststellen, wie du für dich im Genuss warst und wie du im Getragensein dich loslassen konntest. Und das ist alles, worum es geht. Hm? Ja, und es ist natürlich auch, um einen Punkt zu haben, wo ihr ansetzen könnt, wo ihr was verändern könnt. Ich glaube, wirklich ein guter Punkt ist die Frequenz, da sie ganz viel energetisch bei euch schon aufarbeitet, wo ihr dann nicht mehr durchgehen müsst und wenn ich sie auch vielleicht Wärmsex hört. Aber die Punkte sind grundsätzlich, dass wir das Spiel, was wir zwischen Mann und Frau immer gespielt haben, was immer auf den Tod hinausgelaufen ist, einfach vergessen, weil es ist 2022 und heutzutage braucht es das einfach nicht mehr. Ja. Und wenn wir uns das loslassen, können wir uns fallen lassen, dann können wir uns in sie fallen lassen und sie in mich und auch in uns selber. Und danach kommt vielleicht die nächste Herausforderung, dass dein Kopf laut wird, aber es ist das Gleiche. Er ist ungefähr so groß im Vergleich zu dir und du bist so groß wie das Universum. Ja. Und um mit dir zu reden, macht er sich extrem laut und extrem groß und schreit. Und wenn du es einfach schaffst, ihn reden zu lassen, manche könnten es vergleichen vielleicht mit Meditieren, aber es ist auch kein Zwang dahinter. Wenn er schreit, dann schreit er halt. Und wenn du ihm gar keine Beachtung schenkst, dann ist er am nächsten Tag leiser und dann kannst du immer mehr fühlen, wie es sich eigentlich anfühlen kann. Ja, es geht darum, dass du dir einfach erlaubst, so zu sein, wie du jetzt gerade bist, weil so bist du richtig. Und ich finde, die Sexfrequenz, die ist gar nicht und im Grunde wirklich gar nicht zwingend für Paare gemeint. Du musst es nicht, du kannst es, es ist eine sehr schöne Sache, das mit deinem Partner zu spüren, diese Frequenzen und diese energetische Aufrichtung, möchte ich fast sagen. Doch, du kannst es auch für dich selbst machen, denn es geht in deinem Leben ja nur um dich. Und auch in deiner Partnerschaft geht es um dich. Wenn du zulässt, dass du frei bist, groß bist, weit bist, dann lässt du zu, dass über dieses gemeinsame Sein euer System immer weiter wird. Und darum geht es ja, um gar nichts anderes. Ja. Also, ich liebe die Sexfrequenz und wir lieben sie. Ja. Und es ist vielleicht
noch ein paar Worte aus dem göttlichen Feld der Wunder. Okay. Sollen wir dazu noch chillen? Ja, gerne. Hochgeliebte Menschen, möchten wir sagen, Seelen, Meisterseelen. Es ist uns eine große Freude, zu dir zu sprechen heute an diesem Tag, zu dir zu sprechen zu diesem Thema, welches nun die Welt zu bewegen scheint wie wenig andere Themen. Es ist uns eine große Freude, dich mitzunehmen auf eine kurze Reise. Auf eine kurze Reise in deinen Körper, geliebte Seele. Denn dieses ist es ja, was dich, wir möchten einmal sagen, unterscheidet von dem kristallinen Gitter. Und doch bist du das kristalline Gitter, bist du dieses, welches wir sind. Und so tauche ein in diesem Moment, in welchem wir sprechen, in deinen Körper. Spüre, wie sich dein Körper anfühlt, dieses wunderbarhafte Gefährt, durch welches du alles, was du bist, in der Lichtigkeit und in der Dunkelheit, in der Hochzeit des Beiden auf diese Erde bringst. Und so geht es, nun sagt ihr, zu diesem, wir sagen einmal, Zusammenspiel Sex, wir sagen Ekstase. Es geht darum, dass du ekstatisch erfährst, wie es sich anfühlt, wenn da das Yin und das Yang sich begegnen in dir. Und hierfür, hochgeliebte Seele, brauchst du nicht zwingenderweise ein dir außenstehendes Gegenüber. Du kannst es in dir spüren. In jeder Zelle findet diese Hochzeit statt. An jedem Tag, in jedem Moment, in welchem du dieses dir wünschest. Und so erfahre, atme nun in diesem Moment in jede deiner Zellen. Spürst du, hochgeliebte Seele, wie die Dunkelheit sich mit dem Licht vereint, um dein Sein in die Explosion, durch diese Explosion deine Göttlichkeit auf diese Erde zu bringen? Dieses, geliebte Seele, ist es, was es ist. Dieses Menschsein. Es ist alles, was es ist, denn bist du hier, um dich zu fühlen, um all deine Anteile zu verbinden und auf diese Erde zu bringen ganz. Und nun, hast du davon genug? Bist du dann in dieser Fülle, in dieser Weite deines Selbst? Ist es so, dass dein Körper in der Ekstase atmet, sich weit macht? Nun, kannst du in diesem Sein, in dieser Weite dich verbinden mit deinem Partner. Gehst du ganz hinein, auch von hier aus, in die neue Weite. Ist es also so, alles, was an Basis ist in diesem Spiel des Lebens, nun, das ist die Verbindung von Yin und Yang, dunkel und hell, oben und unten, schlecht und gut, von allen Seiten, die das sind, in dieser Menschheit, in jeder deiner Zellen. Denn aus dieser Verbindung, aus dieser Hochzeit entsteht die Flamme der Explosion und von hier aus erfährst du, wie deine Göttlichkeit auf die Erde kommt. Darum und nur darum geht es, geliebte Seele. Und hierfür nun darfst du alles tun, eintauchen, dich tragen lassen von deinem göttlichen Selbst. Erlaube dir, dich ganz auf diese Erde zu bringen, in deinem Menschsein, in deinem Ganzsein. Wir sind hier, um dich zu unterstützen, zu begleiten, mit dir zu sein. Sind wir doch in dir und vor dir, hinter dir und neben dir. Sind wir du. Und du, geliebte Seele, bist Mensch. Geht es also um dein Menschsein. Tauche ein, bade darin. Labe dich an der Explosion all dessen, welches du bist. Übe dich in deiner ekstatischen Seinsfreude. Wir danken dir für dein Sein und wir lieben dich so sehr. Hab Dank. Amen. Amen. Namaste.
gut? Alles super. Alles super. Gut. Und es ist natürlich, es ist ein Weg, den wir beschreiten und den wir auch beschritten haben, um jetzt da angelangt zu sein. Und wenn ihr vielleicht was verändern wollt oder mit uns in der neuen Zeit schon sein wollt, könnt ihr ja mal gucken, wie ihr mit uns sein wollt. Wir haben jetzt ziemlich viel geändert in letzter Zeit. Mal wieder. Es ändert sich dauerhaft was, aber so langsam kommen wir an und sind schon angekommen. Und darum würden wir euch einladen zu unserem Erlebnisabend. Der ist sozusagen das Kleinformat von der Meisterschule. Mhm. Der ist richtig cool, denn an diesem Abend, weil ich ja zum ersten Mal, wenn er stattfindet, an einem Nachmittag stattfindet, weil wir gesagt haben, wir nutzen diese Pause zwischen dem Ein- und Ausatmen der Erde, diese Tage und Nacht gleich am 20.03. und machen unseren ersten Erlebnisabend. Und so freuen wir uns drauf, mit dir zu feiern, das Leben zu feiern, in allen Facetten, auf allen Ebenen. Und wenn wir sagen feiern, dann bedeutet es, zu diesem Erlebnisabend kannst du im Grunde alles erwarten, denn wir tauchen ein in dein Feld und von da aus schauen wir, gibt es eine Frequenz, gibt es eine Mediklang, gibt es eine Heilsession, ein Channeling. Leben. Leben. Lieben und Lachen und was auch immer es sein wird, wenn du mit uns schon gearbeitet hast, dann weißt du es ohnehin schon, du wirst dich nachher unendlich frei fühlen und gleichzeitig gut verwurzelt, denn das ist unsere Botschaft. Es geht ums Menschsein, es geht um dieses Hiersein, um dass du dich ganz spürst in diesem wunderschönen Körper und alles, was du bist, auf diese Erde bringst. Mehr ist es gar nicht. Wir laden dich ein, auch in der Fülle zu sein. Ja. Ja. Und wünschen dir einen wundervollen Tag, Nacht oder Morgen. Genau. Genieß dich. Und genieß dich auch, wenn du dich mal nicht genießen kannst. Denn ja, alles ist richtig. Du bist richtig zu jedem einzelnen Zeitpunkt des Tages. Ja. Du bist einfach richtig. Schicken euch unendlich viel Liebe und freuen uns schon, euch zu sehen. Und wenn ihr natürlich mehr wollt, die Meisterschule startet auch wieder im Mai. Ja, im oder? Mai. Ja, genau. Genieß dich. Du bist so wunderschön. Danke.